So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, oder besser, ja, neuen Let's Play auf diesem Channel. Einem Wimmelwild Let's Play, und zwar den zweiten Teil von Redemption Cemetery, die Not der Kinder. Ich weiß nicht, was hier drinne vorkommt. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt überhaupt der Teil sein soll, wo jetzt hier wirklich, ja, der Horror mit inklusive sein soll, weil im ersten Teil, da haben wir schon gemerkt, es ist nicht so horrormäßig. Das ist eher so eine, ja, Agentenspiel, kann man wohl sagen. Mal schauen, was in diesem Teil so vor sich geht. Es muss wohl irgendwas mit Kindern zu tun haben. Aber ich finde schon mal den Hintergrund geil, weil da hat wirklich was damit im ersten Teil alleine schon was zu tun. Da bin ich mal sehr gespannt, was bei rauskommt. So, nochmal Expertenmodus. Löse und Tipp werden langsam aufgeladen. Interaktion wird nicht hervorgehoben. Wir nehmen natürlich wieder den Expertenmodus hier. Most people think that the shapeless, dark and evil things of the world only come out at night, and that they will never bother us, but only people from far away that we've never even met. But sometimes, even when we feel safe and secure, the spirits that surround us can appear even in the light of day and change our lives forever. Ach du Schreck. Was ist denn? Ach. Was? Du willst mich verarschen. Was? Oh. Okay, ich merke gerade, das Spiel ist irgendwie sprachlich gerade ziemlich leise. Jetzt haben wir den Fluch des Raben auf uns und jetzt ist noch ein Fluch, auch nicht schlecht. Jetzt blinkert das aber auch richtig, das blinkert ja mal schön. So, ich gehe mal kurz ins Menü irgendwie, ich weiß auch nicht so recht. Das müsste doch dann eigentlich, na gut, ich stell's mal wieder mittig. Mal gucken. Weiter wollen wir natürlich. Was haben wir denn hier an unserem schönen Tagebuch stehen? Ich kann es kaum glauben. Ich war, wie so oft, einfach nur im Park spazieren. Dann wurde der blaue Himmel plötzlich nachtschwarz. Ein böser Zauberer erschien vor mir und wirkte seltsame dunkle Zaubersprüche. Was geschah nun mit mir? Während er seinen Zauberspruch aufsagte, stiegen Grabsteine und Kreuze aus dem Boden empor. Ich hatte Angst. Ich konnte mich nicht bewegen. Dann erschien eine Krähe und griff den bösen Zauberer an. Ich bin verwirrt. Die Krähe verwandelte sich in einen Mann. Er erzählte mir, dass der Zauberer, der mich angriff, aus seinem Gefängnis entkommen war. Der Fluch, mit dem er mich belegte, erlaubt dem Zauberer, sich in unserer Welt frei zu bewegen. Und bindet mich an ewig an ihn. Ich muss den Zauberer besiegen, um ihn wieder einzusperren. Die Krähe sagte, dass die Geister auf dem Friedhof mir helfen könnten,
Ich werde sie aufsuchen. Und so wie es aussieht, hat das gar nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun. Oh, hier ist eine Hake. Und, ja, es ist ja schon mal das Übliche von Anfang an, ne? Mit der Hake haken wir mal ein bisschen. So, was ist das denn hier? Ohne seine Sense ist der Tod nur halb so furchteinflößend. Ich habe keine Sense. Was hat der? Der Verdauungstrakt dieser Schlange ist in Wirklichkeit eine Röhre. Ach, okay. Das habe ich jetzt erst gesehen. Puzzleteil. Wird das wohl einfügen können? Das... Ah, hier anscheinend. Habe ich gerade keine Ahnung, wie die jetzt stehen müssen. Das passt irgendwie nirgends. Kann... Ach, den kann man auch noch drehen. Da wird's mich so veräppeln. Nö, nicht? Ah, jetzt habe ich den richtigen gefunden. Ich würde mal sagen, der müsste dann wohl ungefähr so stehen. Wo ich immer noch nicht weiß, wo hinkommen könnte. Gerade Köppe überall. Hoffe ich. Irgendwie haut das vorne und hinten nicht hin mit dem Ding. Es ist sehr interessant. Ah, nee. Auch nicht. Ich kann den langsam überall drehen, wo ich will. Kann ich die... Hä? Ich raff das nicht. Es fängt ja schon mal gut an. Ne, der muss doch hier unten. Ah, okay, der kommt da unten hin. Dann kommt der. Ah, der muss dahin. Jetzt passt's. Ah, okay. So, ich... Sieht mir aus wie ein Wimmelbild. Ich will aber mal eben kurz gucken, was sich da vorne so versteckt. Darauf steht, bringe mir, was mein ist. Und diese Tür wird sich dir öffnen. Wir haben hier eine Schnecke. Achso, das ist... Okay, okay. Was haben wir denn hier? Irgendwas fehlt hier noch. Ein Teil des Schlosses fehlt. Ein Teil? Sehen ein bisschen mehr. Oder? Ach nee, hier fehlt ein Teil. Okay. Gut, ich wollte ja nichts sagen. Ja. Was denn? Liegt da nicht was? Ein Dreizack kommt hier hin. Genau. Steckst hier einen Dreizack hin. War mir klar. Ja, da stoße ich auch immer selten drauf. Auf Türen, die nicht verschlossen sind. Das ist wohl irgendwie der Fluch des ganzen Spiels. So, was haben wir denn hier? Ah, sogar blaue Gegenstände. Ich würde mal behaupten, für die müssen wir irgendwas öffnen oder so. Ich bin mal sehr gespannt. Oder natürlich... etwas ganz machen. Das, oh, das ist okay. Die werden dann aber nicht, schwarz, wenn das richtig ist. Das ist irgendwie nicht so toll. Das ist, na gut. Na, gucken wir mal. Im Briefumschlag eine Gartenschere, zwei Ferngläser. Du zählst bestimmt wieder als Fernglas, oder? Klaro. Und da oben ist eins.
So, Gartenschere. Das ist eine Schere, aber keine Gartenschere, ne? Also ich muss laut dem ersten Wimmelbild jetzt schon sagen, dass sie ihren... Da ist die Gartenschere. Dass sie ihren Stil nach Wimmelbild bis jetzt bei dem zweiten Teil auch noch einhalten. Und zwar ein richtiges Wimmel draus machen, wie wir sehen. Das ist doch schon mal etwas. Wo haben wir denn was? Da oben ist Briefumschlag. Ah, okay. Daraus müssen wir eine Kürbislaterne machen. Ist die jetzt schon fertig oder brauchen wir noch eine Kerze? Schade. Jetzt sag mir nicht, du brauchst wirklich eine Kerze. Die geht aber nicht. Ist doof. Ach, jetzt ist das Ding erst fertig. Ja. Brillanter Kopf. Ja. Vom Rechner. Will das Ding schon anklicken, da ist der Mund noch nicht mal da. Ja. So, eine Ahnung haben wir hier. Herzring-Uhr. Was haben wir denn so Schönes? Ein Herzenring-Uhr. Herzen haben wir hier, aber ein Ring und eine Uhr? Das ist wirklich... Ah ja, der Ring war da oben. Okay, den Ring wollte er eigentlich aufessen, aber hat es nicht mehr geschafft, wie wir gesehen haben. Die Uhr hat er natürlich bei sich tragend, wie es ein normaler Mensch eigentlich tut. Was ist denn eine Epaulette? Soll das ein Instrument sein? Oh Gott. Das fängt ja schon mal gut an. Ey, diese blöden Fremdwörter. Ich weiß nicht, was das sein soll. Epaulette, was soll das sein? Oder Epaulette? Keine Ahnung. Quasten. Was? Quaspe? Quaste. Kenn ich doch. Was war das denn? Quasten. Ach, na stimmt ja. So, Libelle. Eine Libelle hatten wir doch auch schon irgendwo. Da oben war sie nämlich. Zahl 2. Ist ja wenigstens gut, dass da nicht nur eine 2 draufsteht. Wie bei dieser verfluchten Elfe. So, Fliege, Brille, Fisch. Was? Jetzt soll ich hier noch eine Fliege suchen? Brille war hier oben. Soll das hier eine Fliege? Nee. Nee, ist ein Hummel. Ja. Das fängt ja schon mal gut an. Das erste Wimmelbild und wir kommen nie weiter. Ja. Ach du Schreck. Und einen Fisch suchen wir auch noch. Der war hier. So. Jetzt brauchen wir eine Epaulette. Oder Epaulette, oder wie das auch immer nennen soll. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich weiß ich es wieder, wenn ich es gefunden habe. Und eine Fliege, wo ich die auch immer hernehmen soll. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Nee, war doch nichts.
Ich wollte schon sagen, also wenn der Schmetterling jetzt geht, fresse ich einen Besen. Ich weiß nicht, was. Ich weiß, zum einen weiß ich nicht, was diese Epaulette sein soll. Und da haben wir die Fliege. Ah. Ich kann nicht sagen, was das ist. Ich klicke jetzt einfach alles durch. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch ein Hammer. Ah, das soll die Das soll der Mist sein. Und wir haben soeben eine Gartenschere erhalten, die wir dem Sensenmann mal geben könnten, damit er ein bisschen furchteinflößender aussieht. Vielleicht kann er was damit anfangen. Ja, wie heißt immer so schön, der Gärtner ist der Mörder, ne? So, wir haben uns den Weg frei gekämpft, regelrecht. Ah, okay. Dem fehlt eine Nase. Oder irgendwas auf der Nase. Also dem fehlt der Stein, dem fehlen zwei Klunker und dem fehlt ein Herz. Wo? Hä, was? Wo willst du das Herz hin? Dieser sieht hungrig aus. Was? Dieser hat keine Köpfe. Ja, Köpfe. Köpfe hat das Vieh genug. Nee, dieser hat keine Augen. Und dieser? Hat eine seltsame... Das hab ich auch schon mitbekommen, dass er eine seltsame Aussparung hat. Ja. Mist. Das ging unerwartet. Eine leere Flasche, die ich wahrscheinlich erstmal mit irgendetwas füllen muss. Wo ich gerade nicht weiß, mit was. So, die Gartenschere haben wir sogar noch. Sonst schmeißt du doch immer gleich alles weg hier. So, das ist der Teufel höchstpersönlich und da drüben haben wir die Engelsgestalt oder was. Und da haben wir den Galgenbaum. Ja. Genau. Die nehmen wir mit. Damit wir gleich mal uns den Strick geben können. Alter, war das schlecht. So, was willst du denn hier? Der Engel hielt einst etwas in seinen Händen. Und mein Playclaw flackert gerade. Was mir gerade nicht so gefällt. Ich hoffe, es macht den Einnahmen nichts. Oh, ein Dreizack. Hast du noch was intus? In der Brust dieser Statue sind Risse zu sehen. Dann hau mal gegen. Dann gib dem die Schlinge. Brauchst du hier? Gibst du was rein? Nee, auch nicht. Schade. Dann eben nicht, wenn du nicht willst. Ist mir egal. So, ein Dreizack haben wir gefunden. Der sollte angeblich hier rein, wie es aussieht. Ah. Was ist... Seit wann haben... Okay, meine Maus hat wieder einen Doppelklick reingehauen. Das ist natürlich nicht so schön. Seit wann... Machen wir hier Da Vinci Code. Ach, okay, das ist die Schale für... Oder sollte wohl die Schale für den Engel sein. Diese Schale ist mit Engelstränen gefüllt. Wo kommen die Tränen her? Cerberus-Tränen. Der eine sieht dann
Holt er auch gleich los? Das wäre ja geil. Ne, er gibt mir eher... Ach du Schreck, was ist das denn? Sieht ja geil aus. Das sieht ja geil aus. So, der eine hat seine Tränen bekommen, der andere braucht noch ein Herz und derjenige da... Ja, ich sehe aber gerade, dass die Zeit schon wieder um ist. Wir jetzt sogar, glaube ich, schon ein bisschen überziehen. Ich hoffe, der erste Teil von Redemption, die Not der Kinder... Ja, Redemption Cemetery, ja. Ich komme mit dem Titel immer noch nicht so klar. Ich hoffe, dass der erste Teil euch gefallen hat. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge sehen, was sich da hinter diesem Tor verbirgt. Oder wie wir hier überhaupt einen Geist finden sollen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was wir da überhaupt als erstes für eine Gestalt sehen. So, ja. Dann würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Und ja, ich werde mal schauen, was ich dann so streamen könnte. Wenn ihr vielleicht ein paar Vorschläge habt, was ihr vielleicht mal live sehen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Oder ob ihr überhaupt, welche Genre-Art ihr mal live sehen wollt, mal so gesehen. Zurzeit bin ich irgendwie noch hin und weg, Wimmelbilder live zu machen. Nee, ich weiß auch nicht warum. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber meint. Und ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, sagt auch unser Cerberus-Kopf da oben. Euer Davilu und tschüss.